spielst du denn zuerst? Canzone della Strada heißt es. Ach, Gott sei Dank. Mein Lieblingstitel. Ja. Für die Ansage gehe ich dann davor. Hast du gesehen, war jetzt. Also von dir aus nach rechts. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich, vor allem die Mütter heute Abend zu einem Livestream im Namen meiner Kollegen der Pasinger Fabrik und auch des Deutschen Theaters und natürlich der Abendzeitung. Vor allem vielen Dank an die Geschäftsführer des Deutschen Theaters, Carmen Bayer und Werner Stehr, die uns hier erlauben, dass wir heute in diesem wunderschönen Deutschen Theater hier auftreten können, streamen können. Das Deutsche Theater, ein Ort, der normalerweise voll ist, voll mit Publikum, ausverkaufte Shows, ausverkaufte Musicals, heute ein leeres Theater, aber wir haben heute eine fantastische Band da. Ich darf Ihnen vorstellen, Quattro Nebo mit Chris Gall am Klavier, Didi Locker am Kontrabass, Mulo Franzl an der Bassklarinette und am Saxophon und natürlich der Andreas Hinterseher am Bandoneon und am Akkordeon. Ja, wir wollen heute, weil diese Band, die wir heute sehen, die seit Jahrzehnten Weltmusik macht, die auf ihren vielen Reisen durch viele, viele Länder Musik aus allen Herren Ländern auch mitbringt, wir wollen dieses Konzert deswegen heute all unseren Freunden widmen, die in aller Welt unter der Krise, auch unter der Krankheit leiden. Und wir wollen aber auch dieses Konzert den Freunden widmen, der Freundschaft, weil wir denken, dass wir nur gemeinsam diese Krise auch überwinden können. Ladies and gentlemen, welcome to a live stream from German Theater here at Munich with the fabulous band Quattro Nebo and his world music sound. And we want to dedicate today this concert to all our friends all over the world and with the hope to stay together because we think we can only win this battle against the virus together. In diesem Sinne, viel Spaß. Italienisch auch noch. Cari amici italiani, soprattutto per voi, un concerto oggi, un live stream, una trasmissione in diretta da Monaco, dal Teatro Tedesco, con la fantastica banda Quattro Nebo, col suo musica internazionale, vogliamo dedicare a voi tutti, soprattutto ai amici italiani, questo concerto, questa musica, perché pensiamo che se stiamo insieme tutti, possiamo superare questa crisi. Ganz am Schluss noch das Wichtigste, der virtuelle Eintritt. Bitte vergessen Sie nicht, am Ende dieser Übertragung auch einen kleinen Beitrag über die Kontonummern auf unseren Webseiten zu leisten. Herzlichen Dank und jetzt viel Spaß mit Quattro Nebo. Thank you.
vielen Dank. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Buonasera a tutti. Buonasera a todos. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend wieder für euch spielen dürfen. Wieder ist relativ, unser letztes Konzert war am 12. März und jetzt spielen wir endlich wieder zusammen. Wir haben ganz große Freude dabei. Es macht uns wahnsinnig Spaß, dass wir heute hier auftreten dürfen. Und wir haben viele Lieder, die wir schon seit langem spielen. Wir haben auch einige Stücke, die sind so mittelalt, also Mittelalterlieder. Und wir haben auch Stücke, die sind relativ neu. Das nächste ist ein relativ neues Lied. Das ist von unserem Pianisten, von Chris. Und das trägt den wunderbaren Titel York's Guitar. Das ist ohne Gitarre gespielt. Aber es ist dem Gitarristen Tom York von der Band Radiohead gewidmet. Eigentlich wollte der Chris, dass Tom York dieses Stück mal spielt, aber der hat nie reagiert. Vielleicht bekommt er das ja mit. Hello, Tom. Maybe you're sitting in New York and in your living room and you hear this live stream. If you like this tune, you can play it. So long as you don't play it, we play it.
Das war Jörgs Gitarre von Chris. Chris, unser Pianisten. Applaus, extra Applaus für den Chris gleich dann. Wir wollen uns jetzt schon bei unseren Veranstaltern bedanken, beim Deutschen Theater, bei Pasinger Fabrik. Thomas Linzmeier, haben Sie vorher gehört, ist einer der Mitinitiatoren der Pasinger Fabrik, bei der Abendzeitung München, bei unserem Studio, das heute hier angereist ist, Mastermix Studio, und uns ton- und klanglich und visuell unterstützt, bei unserem Freund Franz Heller, der uns immer beleuchtet bei jedem Konzert, und bei unserem langjährigen Fotografenfreund Mike Meyer, der mit uns schon in Malaysia war und über den Balkan gereist ist und zuletzt in Hongkong dabei war, das war vor einem Jahr, und heute gekommen ist, um uns mitzufilmen. Und das Deutsche Theater hat für uns eine ganz besondere Bedeutung, denn wir haben hier unseren ersten Steady Gig gehabt. Steady Gig, das heißt, man spielt über mehr, was Musiker eigentlich nie haben oder selten haben, man spielt über mehrere Tage oder gar Wochen, und in dem Fall waren es 2 bis 3 Monate, auf derselben Bühne. Und wir haben hier 1998 mehrere Wochen gespielt und haben die Lido Show aus Paris, vom Montmartre Paris, hier in München begleitet. Wir haben hier auf dieser Bühne Musik gemacht. Hier haben Leute zugehört und gespeist und auch getrunken. Und es waren leicht bekleidete Damen, die hier Tänze und Kunststücke aufgeführt haben. Das war eine schöne Zeit. Es waren junge Damen und wir waren auch jung. Also wir sind ja immer noch jung. So, alle Stücke, die wir heute spielen, haben wir damals noch gar nicht gekonnt, vor 22 Jahren. Also wir spielen ein neues Programm, könnte man sagen, unser neues Programm im Deutschen Theater. Und das nächste Stück ist ganz neu, das haben wir noch nie jemandem vorgespielt. Das ist heute eine Welturaufführung. Didi, das ist von dir das Stück. Magst du mal was zu diesem Lied sagen, bitte? Muss man vorsichtig sein heutzutage. Ja, das Stück sollte eigentlich alle schönen Urlaube. Es ist ein kleiner Samba, den ich geschrieben habe. Ich schreibe nicht viele Stücke, aber immer wieder überkommt es mich, aber dass ich das... Danke. Oh, aber das sollte eins sein, wo man, ich will Ihnen jetzt nicht wehtun, aber wo man alle schönen Urlaubsmomente der letzten Zeit in Gedanken zusammenpackt zu einem schönen Bündel, und an die denkt man, während wir dieses Stück spielen. Aber das tut natürlich, das ist jetzt momentan nicht passend. Und so heißt, hat das Stück nur einen Arbeitstitel, es heißt Samba di Didi oder Sambadi, die neue Musikgattung des Sambadis mit meinem Namen hinten dran. Entschuldigen Sie meine Unbescheidenheit, das ist nur wegen den Umständen. Wegen der Umstände. Wegen der Umstände. Thank you.
Ja, liebe Zuhörer zu Hause, wir hoffen, ihr habt ein Glas Wein und sitzt gemütlich am Sofa oder am Abendessenstisch oder vielleicht sogar im Garten und habt vielleicht oder auch einen Tee oder vielleicht auch nur ein Bier oder ein Schnäpschen. Nun, das Thema Applaus ist schwierig bei so einem Livestream. Es ist eine sehr abstrakte Sache zu spielen. Wir wissen, ihr seid da. Wir wissen ganz genau, ihr sitzt hinter der Linse einige Kilometer oder hunderte von Kilometern entfernt, aber wir wissen, ihr seid da. Und wir denken uns den Applaus, uns wurde auch schon versichert, dass ihr da zu Hause applaudiert.
Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen, haben unseren eigenen Applaus dabei. Ja, das entspannt unheimlich. Ach, das ist das schön. Eine Erlösung. Nun, das nächste Stück, Il prossimo pezzo vogliamo dedicare a nostri amiche e amici italiani. Una vecchia canzone napoletana si chiama Torna a Sorrento. Wir spielen jetzt ein altes napoletanisches Lied in unserer Bearbeitung. Das heißt Die Rückkehr nach Sorrento.
Vielen Dank. Thank you very much. This was Torna Azuriento with a wonderful piano solo of Chris. And I want to introduce you also to our bass player, to Didi. Didi on the bass. And now Andreas, he has a new instrument. Now, I mean, the instrument is old, but it's for the evening it's new. And it's a bandoneon. That means that we play a tango now. We had a wonderful time in Argentina, in Buenos Aires. We lived in Buedo and in the Avenida Independencia 357. And we played in a very nice tango club. It was called Los Laureles, and we have wonderful memories of our trip to Buenos Aires. And we play an old tango from Carlos Gardel now. It's called Por una cabeza. Por una cabeza. Have fun.
Das macht wahnsinnig Spaß, wenn man einen Tango spielt und vor einem tanzen 30, 40 Tango-Tanzpaare. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis und der ganze Saal verschmilzt dann so zu einer Klang- und Bewegungs- und auch Duft- und Hormonwolke. Das macht schon Spaß. Und das nächste Stück ist sehr ruhig angelegt. Ist auf dem Kerkis entstanden, ein hoher Berg auf der Insel Samos in der Ägäis, mit Blick auf den Teil der Ägäis, in den Ikarus gestürzt ist, auf seinem Flug in die Freiheit. Und wir haben ein Stück gemacht, das diesem alten Traum der Menschheit gewidmet ist, aus seinem Schicksal entfliehen zu können. The next song is dedicated to this old dream of mankind to escape from his destiny. Il prossimo brano è dedicato a questo vecchio sogno dell'uomo di fuggire dal suo destino, Icarus Dream.
Jetzt brauchen wir aber wieder einen ordentlichen Applaus. Ja, okay. Ja. Wunderbar, wunderbar. Nochmal bitte, bitte nochmal, ja. Ja, normalerweise würde man jetzt das Publikum fragen, wie viel Uhr ist es, können wir noch ein Stück spielen oder noch zwei Stücke spielen, wie wollt ihr das? Ihr habt ja leere Gläser vor euch stehen, lasst euch doch mal was, noch was bringen. So. Wir wissen, ihr seid da und wir denken an euch alle und auf das wir uns am meisten freuen, das ist das Publikum und reale akustische Appläuse. Wir spielen jetzt noch zwei Stücke, würden wir mal sagen, und ein Stück noch vom Chris, ein Samba, Sao Paulo Samba, und dann noch ein Stück, das wollen wir allen Müttern widmen. Wir wollen uns jetzt, machen wir so, wir spielen jetzt den Samba vom Chris und dann sagen wir das Stück extra nochmal an, dass wir den Müttern widmen. Also nicht nur uns, unseren Müttern, sondern allen Müttern und natürlich allen Menschen, aber im Speziellen den Müttern. Danach das dann. Thank you.
Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Gesundheit. Bewahrt den Mut. Wir spielen zum Abschluss noch ein Stück. Bedanken uns vorher bei der Pasinger Fabrik, bei dem Deutschen Theater für die offenen Türen und den wunderbaren Saal, leeren Saal. Bedanken uns ganz herzlich bei der Abendzeitung. Bedanken uns bei unserem Team. Fotograf Mike Meyer, Master Mix Studio. Und widmen das letzte Stück unseren Müttern. Als das Stück damals rauskam, waren wir kleine Buben. Und die Mütter hatten uns, ja, die haben viel für uns gemacht. Die haben uns gewickelt, die haben uns gekocht, die haben uns die Hemden gebügelt. Und das heißt nicht, dass wir das so verlangen würden, bloß weil sie Frauen sind, aber damals war das so, ja. Damals, es war so die Zeit noch, da haben die Väter das jetzt weniger gemacht und wir bedanken uns auf alle Fälle jetzt mal hier bei unseren, kann man schon so sagen, Kollektiv, oder? Wir haben alle sehr liebe Mütter und bedanken uns bei allen anderen, auch bei, also auch bei normalen Zuhörern, die keine Mütter sind und wollen ein Stück spielen aus dem Jahr 1972, da hat seine italienische Sängerin gesungen, Mina, mit einem Schauspieler Alberto Lupo, der sie von hinten mit Komplimenten beworfen hat. Und sie hat gesagt, naja, das sind alles nur Parolen, Parolen, Parolen. Und ein Jahr später dann hat es Dalida gesungen mit Alain Delon. Und diese Version ist dann bei uns berühmt geworden. Zum Abschluss, Parole, Parole, Parole. Guten Abend. Thank you.
Das war's. Ich möchte mich stellvertretend als einziger Gast im Theater, im Deutschen Theater heute, im Namen aller Zuschauer, und es waren sehr, sehr, sehr viele Zuschauer aus aller Welt, ich habe es an den Kommentaren lesen können, aus vielen, vielen Ländern, bei euch vielen bedanken für dieses Stream-Abenteuer, das ihr ganz ausgezeichnet bestanden habt. Herzlichen Dank. War auch das erste Mal für Guardonevo im Livestream zu sein, glaube ich. Wir freuen uns alle, wenn wir euch bald wieder wirklich live sehen. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass das passieren wird. Bis dahin hören wir eure Schallplatten, hören wir eure CDs. Und wer vorher schon Lust auf echte Kunst live hat, die Museen dürfen Gottlob wieder öffnen ab kommender Woche. Wer in die Pasinger Fabrik kommen möchte, ab Dienstag haben wir wieder auf und haben eine ganz tolle neue Ausstellung mit Fotos zur Pastorale von Beethoven. Und wir streamen auch noch im Mai weiter, nächsten Donnerstag bereits mit Just in Time, einen Jazzabend. Und ich wünsche Ihnen allen Gesundheit, gute Laune, bleiben Sie guten Mutes und bis bald. Alles Gute.